Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, soll es in diesem Video um einen neuen möglichen Ikonen-Skin gehen, der vielleicht bald reinkommt, und alle Infos zu diesem Ikonen-Skin erfährt ihr in diesem Video. Denn fangen wir mal an, um welchen es sich überhaupt handelt. Und zwar, es wird sich dann um Kid Leroy handeln. Ihr kennt sicher von dem Lied Stay, die Kid Leroy alle, und da soll es jetzt ein mögliches Konzert bald wieder gehen. Es ist noch unklar, welches Konzert. Es kann sein, dass es einfach wieder ein Kreativkonzert sein wird. Es kann aber auch sein, dass es ein richtiges Konzert wird, so wie Travis Scott oder Ariana Grande. Wissen wir noch nicht ganz genau auf jeden Fall. Ich habe so eine ähnliche Combo wie Kid Leroy gerade an. Deswegen, wir wissen halt noch nicht ganz genau, ob es da wirklich einen Skin geben wird. Das ist eben die Frage. Auf jeden Fall kann es sein, dass das Live-Event genau hier dann wieder startet, weil hier ist ja so ein Portal, und bei Travis Scott hatten wir auch so ein Portal, wo dann eben alles erschienen ist. Also es kann sein, dass hier quasi dieser Ort dann wieder ist. Ist aber nur ein Indiz, glauben einige YouTuber, aber wäre auf jeden Fall nice, wenn das Ganze erscheint. Fühle ich, es kann auch sein, dass auch einfach nur ein Emote reinkommt und nicht das Skin, wissen wir noch nicht. Dann kommen wir zu anderen neuen Skins, denn es kommt nicht nur Kid Leroy vielleicht bald in den Shop, wo dann auch ein Konzert stattfindet. Das Ganze ist übrigens zwischen dem 24. und 25. Jänner, falls ihr das noch nicht wisst. So, und jetzt kommen wir aber auch zu den anderen Skins, denn morgen kommt schon der erste Skin rein. Epic Games hat dann alle Creator. Leider bin ich noch kein Creator, also würde mich sehr freuen, wenn ihr an der Stelle mal ein Abo da lässt. Würde mich wirklich, wirklich sehr unterstützen. Danke für einen ehrenhaften Support natürlich an jeden, der mich noch immer schaut, meine Videos liked und mich supportet. Auf jeden Fall, morgen soll ein neuer Skin reinkommen. Crayfart ist auf jeden Fall ganz nice. Ist nicht der fresheste Skin, werde ich mir jetzt nicht holen. Fühle ich persönlich jetzt nicht ganz so. Auf jeden Fall, der kommt morgen rein. Dann gibt es einen weiteren Skin. Zwischen dem 12. und 13. kommt drauf an, welche Zeit, also kommt drauf an, ob Europa, Amerika und so weiter, kommt dann eben ein weiblicher Skin rein. Und wie der aussieht, blende ich euch jetzt mal ein, denn die heißt dann Hannah, so, also die wird dann eben Hannah genannt, und da kann man eben dann auch verschiedene Stile auswählen. Da gibt es dann auch so ein exklusives Emote. Schauen wir mal. So, haben wir. Wichtig, sehr, sehr wichtig, Leute. So. Dann am 18. wird so ein Dämonen-Skin reinkommen. Den hole ich mir eigentlich nur wegen dem Backlink. Der Skin ist ganz okay. Aber das Backlink ist wirklich, wirklich heftig. Und das kann man auch mit mehreren Skins sehr, sehr spielen. Sehr, sehr gut spielen. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Wie mir so viel zu den Skins, jetzt wisst ihr die genauen Daten, falls ihr euch irgendwas von den ganzen Sachen holen wollt. Ja, so viel dazu. Und dann gibt es eben noch einen vierten Skin, aber wann der reinkommt, ist momentan fragwürdig. Und ob der überhaupt reinkommt. Denn es kann sein, dass wir sogar mit diesem Skin ein neues Live-Event erhalten. Denn alle fragen sich ja jetzt, wer eigentlich die Fortnite-Karte bewacht. Weil wir hatten ja vor die Blumenkönigin, dann hatten wir The Rock, also wir hatten immer irgendwelche anderen, und die sieben gibt es natürlich noch immer, aber es soll einen sogenannten Risswächter geben, der jetzt die Fortnite-Karte bewacht. Und das ist sehr, sehr interessant, denn wir haben den Namen eigentlich erst einmal gehört, und das ist zwar, das war beim NPC, ich kann ja eh kurz switchen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht in dem Moment abgeschossen. Ich kann dann nämlich kurz auf Sammlungen switchen, und wenn wir auf Jules gehen, dann sehen wir hier, die Technologie dieser neuen Insel fasziniert Schrottritterin Schulz, und sie ist bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten, der ihr diese Technologie beibringt, selbst mit den Eingebundenen und ihrem mysteriösen Risswächter. Und da haben wir eben Risswächter bekommen, und diesen Spruch da von Schrottschulz, den gab es erst diese Season. Deswegen schätzen wir, dass vielleicht Risswächter ihr das Ganze beibringt, also Risswächter quasi einer der Vorgesetzten ist,
Was wir nicht wissen, was Eidgebundene sind, aber es sind wahrscheinlich die Gefolgsleute, also vielleicht sogar die sieben von dem Risswächter. Ich blende jetzt hier auch mal ein Bild von dem ganzen Risswächter ein. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da momentan so vor sich geht. Auf jeden Fall, ob wir das dann erhalten oder ob das nur Gerüchte sind und irgendwelche Leute da einfach wieder Theorien gemacht haben von irgendeinem, einfach erforscht haben und dann einfach das gesehen haben und sich gedacht haben, ja, das bekommen wir sicher rein. Das ist natürlich nur ein Indiz, aber wäre schon sehr nice, weil momentan haben wir keinen Hauptcharakter, der die Karte bewachen sollte. Und es kann auch sein, dass es ein mögliches Live-Event sein wird mit dem Risswächter. Ist natürlich jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Aber könnte natürlich sein, dass wir also dann wieder ein Season-Live-Event oder ein Chapter-Live-Event mit dem Risswächter halten dann letztendlich. Sind Indizen, es gibt immer irgendwelche neuen Fortnite-Indizen, wollte ich euch an der Stelle mal sagen. Dann sollten wir am 6. Januar heute, ja, eben ein Emote erhalten, was man bekommen hat, wenn man von einem gewissen Dezembertag bis zum 6. Januar eben mit 5 verschiedenen Freunden gespielt hat, hat aber niemand erhalten und das ist schon etwas schade, weil ich habe mich persönlich auch auf das Emote gefreut, weil das waren so ein Kurzhantel-Emote und konnte man halt auch so flexen, so mit stark sein und so. Ihr wisst schon, Leute, so Muskelflex. Ganz normal. Ich hatte da auch einen guten Skin dafür sogar, für dieses Emote. Deswegen habe ich mich sehr gefreut und dann eigentlich gewundert, warum, obwohl ich mit 5 Freunden gespielt habe, das Ganze nicht bekommen habe. Denn Epic Games hat heute einen Status geschickt, wo sie das Ganze eben gesagt haben, dass es erst nächste Woche verfügbar ist, aufgrund eines Problems. Wir wissen nicht ganz genau warum, aber auf jeden Fall gab es irgendein Problem mit dem Emote und deswegen konnte das Ganze nicht. Kam das Ganze nicht am 6. rein, sondern eben erst in einer Woche. Damit das Ganze bestätigt ist, also es kommt auf jeden Fall noch rein. Das haben sie ja schon einen Monat davor angekündigt. Und dass das jetzt nicht reinkommt, ist eigentlich schon ziemlich krass. Aber es kommt auf jeden Fall noch rein. Also keine Angst, Leute. Ihr verpasst es auf keinen Fall. Das Emote wird noch erscheinen. Also nicht hier verzagen. Das Emote bekommt ihr schon noch, wenn ihr mit 5 Freunden gespielt habt. Und ist sicher für einige auch gut, die bis jetzt nicht online waren, nach den Weihnachtsferien und sich jetzt gedacht haben, ja, jetzt komme ich wieder online, weil es waren lange Ferien. Und ich habe sehr viel mit Familie und so verbracht. Dann ist das wahrscheinlich auch gut, dass man jetzt noch ein bisschen Zeit hat, sich das Ganze freizuschalten. Für die, die sich es noch nicht freischalten konnten mit 5 Freunden, die haben jetzt noch die Chance dazu. Weil eben die Downtime dann noch ein bisschen verlängert wurde, bis wir das im Mode bekommen. So wie dazu, es waren eigentlich alle Infos. Also ist auf jeden Fall sehr nice, was sich da wieder herumspielt in Fortnite. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr feiern, wenn es eben so ein Live-Event gibt. Wir haben jetzt hier mal einen Kill. Wenn wir unbedingt einen Kill mit Bogen machen. So ein. Wir müssen zonen. Ja, sicher. Egal, so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich euch bei Infos gesagt, es war jetzt ein bisschen blöd hier. So viel zu den Infos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ja, Glocke aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Haut rein, euer Recon Chill. Ciao.